Ich führe Sie durch ein paar Praxisbeispiele, wo Fernerkundung bereits eingesetzt wird, um Abfall- und Altlasten bzw. Abfallkriminalität ganz gezielt zu monitoren, zu überwachen. Ich werde nicht ganz alleine reden, ich werde dann zwischendrin an andere Sprecher abgeben. Ich gebe Ihnen jetzt sozusagen das Gerüst, ein bisschen das Drumherum und werde auch einen bestimmten Fall noch mal etwas detaillierter vorstellen. Zunächst einmal wollen wir noch einmal kurz auf die Auflösung von Fernerkundungsdaten eingehen. Da gibt es drei ganz entscheidende verschiedene Typen von Auflösung und die werde ich Ihnen jetzt anhand von einigen kurzen Beispielen erläutern. Zuallererst haben wir die räumliche Auflösung und das ist wahrscheinlich auch die Auflösungsart, die Ihnen jetzt direkt intuitiv etwas sagt. Da geht es im Endeffekt darum, wie viele Details wir auf einem Bild erkennen können. Die funktioniert bei Satellitendaten so ähnlich wie bei einer Fotokamera. Man hat ein Bild und wenn man in dieses Bild hineinzoomt, sieht man Pixel. Und hier haben wir mal ein Beispiel eines Luftbildes mit einer Auflösung von 20 Zentimetern. Was bedeutet das? Bei einer räumlichen Auflösung von 20 Zentimetern entspricht die Pixelkantenlänge in einem Bild dann einer Bodenkantenlänge, also im wahren Leben sozusagen von 20 Zentimetern. Das heißt, man könnte wahrscheinlich noch so etwas wie einen größeren Hund irgendwie erkennen. Also man sähe zumindest, dass da etwas ist. Die gleiche Szene von PlanetScope, von einem Satelliten aufgenommen, mit einer räumlichen Auflösung von 3 Metern. Da würde man wahrscheinlich noch ein großes Auto oder einen LKW erkennen. Bei einer räumlichen Auflösung von 10 Metern hier eine Sentinel-2-Szene, da würde man noch größere Gebäude oder zum Beispiel Fabrikhallen noch drauf erkennen können. Und wenn man noch eine gröbere räumliche Auflösung hat, hier wie zum Beispiel vom Landsat-Satelliten, einem amerikanischen Satelliten, dann würde man eigentlich nur noch Landschaftskonturen erkennen. Bei der zeitlichen Auflösung betrachten wir vor allem, wie häufig ein Satellit eine Aufnahme des gleichen Ortes macht. Beim Sentinel-2-Satelliten zum Beispiel werden alle 2 bis 5 Tage, je nach der Region, neue Aufnahmen geliefert. Das heißt natürlich auch nicht, dass die alle dann nutzbar sind. Zum Beispiel könnte man da auch zu viele Wolken drin haben. Aber man hat auf jeden Fall die Aufnahmen so häufig. Hier mal ein Beispiel, warum das relevant ist, über Hamburg im Februar 2021. Da sehen wir nach 5 Tagen im Vergleich zu vorher eine dichte Wolkendecke. Wieder 5 Tage später liegt da Schnee und wieder 5 Tage später ist der Schnee weg. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Landsat-Satelliten, der nur eine zeitliche Auflösung von 16 Tagen hat, würde man zum Beispiel den Schnee übersehen. Und bei Luftbildern, die vom Flugzeug aus aufgenommen werden, je nach Region, hat man oft nur einmal pro Jahr oder manchmal sogar noch weniger Aufnahmen. Also solche Wetterphänomene kann man da überhaupt nicht mit feststellen. Bei der spektralen Auflösung fragt sich jetzt der eine oder die andere wahrscheinlich, was das sein soll. Aber auch das Konzept kennt man schon. Auch wieder von der Kamera, wo wir Licht im roten, grünen und blauen Bereich aufnehmen und somit ein RGB-Bild bekommen. Und hier sehen wir das elektromagnetische Spektrum abgebildet und für eine normale Fotokamera liegen diese verschiedenen Aufnahmebereiche alle im sichtbaren Licht. Diese Art von Darstellung kann man auch für Satelliten machen, zum Beispiel wiederum für den Sentinel-2. Und wir sehen, dieser hat insgesamt 13 solcher Banden eingezeichnet, die man auch Bänder nennt bei Satelliten. Und diese erstrecken sich vom Sichtbaren übers Nahinfrarot bis ins kurzwellige Infrarot bei diesem Satelliten. Und das Wichtige ist, dass zwischen diesen Banden nichts aufgenommen wird. Also der Anteil des elektromagnetischen Spektrums oder der elektromagnetischen Strahlung von der Sonne, der hier aufgenommen wird, wird wirklich nur in diesen spezifischen Wellenlängenbereichen aufgenommen. Ein Extrembeispiel für eine hohe spektrale Auflösung. Denn die spektrale Auflösung definiert sich genau über die Anzahl dieser Banden oder dieser Bänder, die wir sehen, ist der nmap-Satellit, ein Hyperspektralsatellit mit 240 verschiedenen Bändern. Die sind so schmal und so fein, dass man die hier jetzt nur so als eine durchgehende Bande darstellen konnte.
Damit kann man dann ganz spezifische, kleinteilige Unterschiede darstellen in der Reflektanz von verschiedenen Oberflächentypen oder Dingen, die man auf der Oberfläche findet. Und was Sie sich wahrscheinlich auch fragen, ist, was man jetzt eigentlich mit Satellitendaten genau in Bezug auf Abfallkriminalität schon leisten kann. Das haben wir anhand von einigen W-Fragen aufgezogen und beginnen mal mit der Frage, was? Und beispielsweise kann man mit Hilfe von Satellitendaten Abfallablageflächen identifizieren. Ablageflächen, die sich verschieden gestalten, die verschieden aussehen, verschieden groß sind. Man kann auch Abfallarten und Materialtypen identifizieren. Ein Beispiel für Ersteres wäre die Anwendung Global Plastic Watch, zu der ich später auch noch mehr sagen werde. Hier ein Screenshot. Das ist eine Anwendung, die relativ neu ist und die sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich in Ländern gezielt automatisiert Flächen zu identifizieren, auf denen Abfall abgelagert wurde. Hier mal am Beispiel Indonesien sieht man, hat dieser Algorithmus 373 Abfallablageflächen gefunden. Und hier ein anderes Beispiel, was ich von Matthias Bocho entlehnt habe, und er wird später dazu auch noch mal genaueres sagen. Hier soweit nur, es ging hier in dieser Studie darum, eben verschiedene Oberflächenmaterialien zu identifizieren, die hier in verschiedenen Farben hervorgehoben wurden. Für diese Fragestellungen ist es besonders wichtig zu wissen, mit was für einer räumlichen und spektralen Auflösung man jeweils arbeitet. Also zum Beispiel diese Materialklassifizierung funktioniert wirklich nur mit einer hohen spektralen Auflösung, weil man sonst Unterschiede zwischen Materialien nicht darstellen kann, weil man diese Unterschiede mit dem menschlichen Auge zum Beispiel nicht sehen kann. Zu der Frage, wann, haben wir uns die Beispiele rausgesucht. Einerseits das Alter der Ablagefläche, also seit wann es diese Ablagefläche gibt, und auch die Veränderungen über die Zeit. Für das Alter der Ablagefläche habe ich als Beispiel jetzt keine Abfallfläche gefunden oder keine Abfallfläche genutzt, sondern ein anderes sehr schönes Beispiel hier direkt aus dem Berliner Umland. Und zwar aus Brandenburg, das ist die Tesla Gigafactory. Hier sieht man oben rechts das Datum eingeblendet. Das sind alles Sentinel-2-Daten. Und hier sieht man sehr, sehr schön, wie sich die Fläche sehr, sehr deutlich verändert. Bäume gefällt werden, Gebäude gebaut werden und so weiter. Und das würde für eine Mülldeponie genauso gut sichtbar sein. Und solange man Daten hat zu dem Zeitpunkt, wo diese Mülldeponie zum Beispiel oder der Müllkippe eröffnet wurde, kann man das dann sehr gut zurückverfolgen. Bei Veränderungen über die Zeit hier wieder ein Beispiel vom Global Plastic Watch. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, sich eine konkrete Stelle anzusehen, wo Abfall abgelagert wurde und dann sich die Veränderung über die Zeit in Quadratmetern anzeigen zu lassen, also die Flächenveränderung. Wenn man hier jetzt mal an diesem Schieberegler zieht, da sieht man auch, wie sich diese gelben verschiedenen Flächen ausbreiten und man sieht, es ist auch so ein bisschen, wie diese Müllablagefläche beschaffen ist sozusagen. Und hier für diese Frage, wann, muss man einerseits die zeitliche Auflösung kennen, die ich bereits angesprochen habe, und natürlich auch den Aufzeichnungsbeginn, also ab wann Satelliten über einer bestimmten Fläche regelmäßig Aufnahmen gemacht haben. Zu der Frage, wo, haben wir uns den Punkt Verortung illegaler Müllflächen aufgeschrieben, also nicht nur Müllablageflächen allgemein, sondern wirklich die illegalen und auch die Frage, ob eine Ablagefläche zum Beispiel nahe an einem Gewässer ist oder einem Naturschutzgebiet, wie nahe die Siedlungen daran liegen und so weiter. Man kann zum Beispiel, wenn man einmal eine Abfallablagefläche identifiziert hat, mit Hilfe zum Beispiel vom Street View, also auch einem Werkzeug, das Sie sicher alle kennen, sehr schön feststellen, wie so eine Fläche vor Ort wirklich aussieht. Und da kann man sehr häufig schon anhand dieser Bilder sagen, ob es eine illegale Fläche ist oder nicht. Und hier noch ein anderes Beispiel von Global Plastic Watch. Da gibt es auch die Funktion direkt, dass man sieht, wie nahe eine Ablagefläche an einem Gewässer dran ist und was für eine Art von Gewässer man dort findet. Und hier ist es für uns besonders wichtig zu wissen, was für eine räumliche Auflösung wir haben. Und wir benötigen häufig auch Zusatzdaten, einfach um eben unsere Bilder wirklich kontextualisieren zu können. Und zum letzten Punkt, wie viel?
kann man mithilfe von Satellitendaten zum Beispiel auch Abfallvolumina bzw. die Flächenausdehnung bestimmen. Man kann auch Emissionen von Abfallablageflächen quantifizieren, zum Beispiel deren Abgase. Hier ein Beispiel von einer privaten Firma, Air and Space Evidence, die es schon seit einigen Jahren gibt und die ganz gezielt im Bereich Abfallkriminalität arbeitet. Und hier mal ein Beispiel, wie man auch mithilfe von digitalen Höhenmodellen berechnen kann, wie sich das Volumen entwickelt hat von einer Fläche bzw. deren Ausdehnung. Und ein anderes Beispiel, was berechnet wurde, einerseits mit dem Sentinel-5-Satelliten und das in Kombination mit GHG-SAT, also mit Greenhouse Gas SAT, das sind hochauflösende Satelliten, die beide in diesem Falle Methanemissionen messen. Das hier ist ein Ausschnitt von einer Mülldeponie in der Nähe von Madrid, einer großen Mülldeponie, wo die ESA 2021 gemessen hat und dann auch darüber geschrieben hat, einen Artikel veröffentlicht hat, wie hoch dort die Methanemissionen sind. Und die waren verblüffend hoch. Hierfür brauchen wir erneut die räumliche Auflösung und aber auch die zeitliche Auflösung. Gerade für die Abgasemissionen ist die zeitliche Auflösung sehr, sehr wichtig. Zu den Satelliten, ja, das ist eine Spektralanalyse und zwar Atmosphärengase absorbieren auch in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen das Licht. Das Sonnenlicht muss ja zweimal durch die Atmosphäre durch, einmal auf dem Weg zur Erdoberfläche und dann wieder zurück. Und Atmosphärengase absorbieren in der Regel in sehr schmalen Spektralbereichen. Das heißt, die Kanäle dieses Satelliten sind optimiert darauf, genau diese Absorption der Atmosphärengase zu messen. Das sind ganz schmale Spektralkanäle, die genau an den richtigen Stellen sitzen, nämlich da, wo die Gase absorbieren und links und rechts daneben, wo sie nicht absorbieren, damit man den Unterschied sieht. Und dann kann man die Gase auch quantifizieren über den Unterschied. Ich wollte Ihnen noch ein Projekt vorstellen, was es seit kurzem gibt. Das nennt sich Global Plastic Watch. Ich hatte Ihnen schon einige Screenshots davon gezeigt. Und bei dem Projekt geht es primär um die Erkennung von Müllablageplätzen oder Flächen, prinzipiell auch weltweit, sowohl die illegalen als auch legalen oder formellen und informellen Flächen. Und hier sehen Sie unten rechts den Screenshot der Hauptseite und man sieht hier einige gelb unterlegte Länder. Das sind die Länder, für die aktuell schon diese Analyse durchgeführt wurde. Das Projekt wurde durchgeführt oder wird durchgeführt von Earthrise Media und finanziert von der Mindaloo Foundation. Und das Ganze basiert auf einem Neural Network, also einem Ansatz aus der künstlichen Intelligenz. Da gibt es auch auf der Seite nochmal sehr viele Informationen dazu, wie das Ganze eigentlich konkret funktioniert. Der Code und auch die Daten sind auch kostenfrei verfügbar. Und wenn dieser Code oder dieser Algorithmus dann erst einmal bestimmte Flächen gefunden hat, werden diese auch nochmal visuell überprüft und abgeglichen mit hochauflösenden Daten, Google Street View und so weiter. Also das sind jetzt keine unüberprüften Flächen, die da genannt werden. In der nahen Zukunft könnte zu der Detektion allgemein noch die Materialbestimmung hinzukommen. Momentan ist nämlich nicht klar, was für Abfallmaterialien da an welchem Ort liegen. Und die Trainingsdaten für diesen Algorithmus sollen erweitert werden, denn momentan stammen die alle von Indonesien und das ist natürlich nicht immer 100% übertragbar auf andere Orte. Und weitere Länder sollen analysiert werden. Hier ein Screencast von Global Plastic Watch. Ich werde Ihnen jetzt einmal kurz die Oberfläche erklären, sozusagen. Das ist die Hauptseite. Da können Sie sich auch bei Gelegenheit einen kurzen Film ansehen. Der ist auf Englisch. Die ganze Seite ist auf Englisch. Oben links finden Sie Zugang zu weiteren Menüs. Da können Sie, wie gesagt, auch zur Methode und so weiter viel lesen. Aber wir wollen einmal uns die Kartenfunktion anschauen. So sieht der Hauptscreen aus. Und oben links kann man dann einstellen, welches Land man sich ansehen kann. Also man könnte hier direkt zu einem Land springen. Man sieht, wir haben Länder in Afrika, viele Länder in Asien vertreten. Australien ist drin, zwei Länder in Europa bisher, drei in Nordamerika und zwei in Südamerika. Wenn man jetzt mit der Maus einfach über so ein gelb hinterlegtes Land fährt, sieht man den Namen des Landes und die Anzahl der Ablageflächen, die gefunden worden sind. Da sieht man auch sehr große Unterschiede in den Anzahlen, was da bisher so detektiert worden ist.
Wir sind im Gespräch mit den Entwicklern und die haben uns auch gesagt, wahrscheinlich aufgrund dieser Trainingsdaten, die nicht so richtig global sind, ist das eine Unterschätzung, nicht eine Überschätzung. Wenn wir uns jetzt mal Indonesien, wo ja die Trainingsdaten herkommen, genauer angucken, indem wir draufklicken, zoomt die Karte da rein und wir sehen alle Orte als gelbe Punkte. Und wir sehen hier 373 verschiedene Abfallablageflächen in Indonesien. Wenn man auf Country Report klickt, dann sieht man eine Übersicht, zum Beispiel, wie viel Abfall pro Jahr dort pro Kopf produziert wird oder generiert wird, wie groß das Land ist und auch einige Angaben zu größeren Abfallablageflächen, also wie viele davon es gibt. Was ich Ihnen vorhin schon mal für eine bestimmte Fläche gezeigt hatte, war diese Funktion, wie nah etwas an Wasser ist. Und für Indonesien kann man sich vorstellen, gibt es viele Abfallablageflächen, die relativ nah am Wasser dran sind. Und ganz rechts außen sehen Sie eine Liste mit den hauptsächlichen Produzenten von Plastik in Indonesien mit Angaben dazu, wie viel sie ungefähr produzieren. Wenn man das jetzt wieder verstecken will, klickt man auf Hide Country Report und man kann daneben Filter einstellen, um ganz gezielte Ablageflächen zu finden. Einmal hat man den Filter Entfernung von Wasser oder Gewässern, dann die Populationsdichte in der Nähe von einer Müllablagefläche und ganz unten die Größe dieser Müllablagefläche. Und darunter sind dann immer in Zahlen angegeben, was für Bereiche das sind. Man kann das so in Intervallen einstellen und wenn man jetzt zum Beispiel mal nur die Flächen sich anzeigen lassen will, die in 100 Metern Entfernung von Wasser sind, dann werden es deutlich weniger. Und wenn man mal auf so einen gelben Punkt draufklickt, zoomt die Karte automatisch rein. Und man sieht hier direkt auch, dass diese Fläche an einem Fluss liegt. Oben links finden Sie immer den Namen dieses Ortes und darunter direkt finden Sie die Koordinaten nochmal angegeben, wo sich das Ganze befindet. Und wie gesagt, wir sind gerade in diesem Location-Tab. Da sieht man ganz unten nochmal andere Ablageflächen, die sich in der Nähe befinden. Und da, wo man gerade ist, ist gelb hinterlegt. Wenn man jetzt auf Street View klickt, direkt neben Location, dann kommt man zu so einer Art ja Google Street View-mäßigen Ansicht. Und ich habe dieses Beispiel auch genommen, um Ihnen zu zeigen, dass es leider nicht jedes Mal da so schöne Ansichten gibt. Aber es gibt auch weitere Informationen. Das Change-Tab habe ich Ihnen auch schon mal in der vorherigen Übersicht gezeigt. Das ist hier jetzt eine andere Fläche. Und hier sieht man sehr schön, mit was für einer Fläche wir angefangen haben. Und auch das Datum sieht man immer, wo man sich gerade, in welchem Monat man sich gerade befindet. Und diese gelbe Fläche an sich verändert sich eben auch über die Zeit. Also man kann dann auch ganz schön von Anfang bis Ende springen, um sich nochmal die Gesamtänderung zu vergegenwärtigen. Daneben haben wir das Tab Nearby Water, was wir uns vorhin auch schon angeschaut hatten. Und wir sehen hier, das ist tatsächlich kein Fluss neben dieser Fläche, sondern ein Kanal. Und außen rechts findet man die Site Attributes. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe diesen Screencast in Firefox gemacht. In Google Chrome hat man nicht diese Verschiebung der verschiedenen Zeilen. Und wenn man wieder zur Gesamtübersicht zurück will, muss man auf View All klicken. Dann zoomt die Karte wieder raus. Wir befinden uns aber immer noch in Indonesien und haben auch immer noch diesen Filter Distance to Water hier eingestellt. Der wird dann nicht automatisch gelöscht. Und jetzt wollte ich Ihnen noch zwei kurze andere Beispiele zeigen. Dafür habe ich dann ein anderes Tab geöffnet. Das heißt, dieser Filter ist jetzt nicht mehr aktiv. Aber wir sind immer noch in Indonesien für dieses Beispiel. Und wir sehen hier eine sehr große Fläche und wir sehen an den Rändern auch Terrassierungen. Und wir sind jetzt in einem anderen Teil von Indonesien und klicken auf Street View und sehen dann auch direkt, wo diese Terrassierungen herkommen. Also wir sind hier jetzt plötzlich bei einer ziemlich professionell wirkenden Müllkippe. Wir sehen eine ganze Kolonne an abgedeckten Lastwagen. Wir sehen behelfsmäßige Behausungen direkt in Angrenzung an diese Müllkippe. Und wir sehen ganz deutlich, das hier ist jetzt wirklich eine große Müllablagerung. Ein anderes Beispiel, wieder aus Indonesien, aber von einem anderen Ort, ist hier auch, wie man sehen kann, direkt wieder an einem Fluss. Und wenn wir hier auf Street View klicken, dann sehen wir, dass es eine komplett andere Ablagefläche ist. Denn wir sind hier im ländlichen Raum, anders als davor. Und wir sehen eigentlich vor allem mal zwei Müllberge auf beiden Seiten der Straße. Also das sieht wirklich klassisch aus wie
es gibt keine Müllentsorgung, deswegen schmeißen wir es aus dem Dorf raus sozusagen. Und hier sieht man auch nochmal sehr schön dieses Gewässer, was wir auch eben schon aus dem von der Ansicht von oben gesehen haben. Also man kann sich auch gut vorstellen, dass hier Müll direkt im Wasser landet. Und um jetzt nochmal zu bestätigen, was für eine Art von Gewässer das ist, kann man wieder zu Nearby Water gehen und dann sonst auch wieder rauszoomen über View All. Und wenn man jetzt wieder zur globalen Ansicht zurück will, muss man über das Land-Tab zum Beispiel gehen, auf All Countries klicken und dann kann man weitergehen.